Vorgestellt werden die Gnomröhren vom RFT-Werk Erfurt, entwickelt ab 1949 als Prototyp. Die erste Serie kam im Januar 1951 auf den Markt. Gedacht waren die Gnomröhren als Allglasröhren mit dem System von Stahlröhren. Die Systeme wurden aber aufrecht gebaut und es sollte eine Ostvariante der Novalröhren werden. Die allererste Version war die, kommt Fokus, war die EF-172. Der Aufbau erinnert sehr stark an den Loctalsockel mit einer Führungsnase, die auch einen Kontakt bildet. Also die Röhre hat somit 9 Kontakte. Diese Form konnte sich aber überhaupt nicht durchsetzen. Eventuell war sie zu aufwendig zur Fertigung. Und es wurde eine neue Variante entwickelt, nämlich einen 11-poligen Sockel, wie hier bei der EEL 171. Das war eine Tetrode zur Vorverstärkung und eine Leistungsendpentode. Wie man sieht, der Sockel hat 11 Stifte. Weitere Varianten waren unter anderem die UEL 171, UF 173 die EDD 171 die EF-175. Die UCH-171.
Die UBF 171. Und die EF 174. Die EF 174 habe ich auch in der Originalverpackung. Und natürlich auch zwei Varianten von Sockel. Man sieht die 11 Pins, die etwas versetzt sind. Das Geschrei von draußen ist der Vatertag. Das ist eine andere Variante des Sockels aus Kunststoff. Bekommt Fokus. Noch einige U-Röhren, die UAA 171. Naja, auch noch eine E-Röhre. Die EBF 171. Die EAA 171. Geräte für die Gnomröhren. Das ist eine Es müsste eine EF 174 sein. Nee, Entschuldigung, ist gelogen. Das ECC 174. 171. Mit Brille wird das nicht passiert. Genau, ECC 171. Und zum Schluss noch die EH 171. Das verlässt mich der Fokus. Die Gnomröhren wurden in Geräten des Radio Stern eingesetzt. Allerdings, es gibt nur sehr wenige Geräte, die
die diese hatten, da diese Serie nicht wirklich weiter produziert wurde, weil es zu viele Probleme gab. Beziehungsweise es gibt nur ganz geringe Stückzahlen davon.